Willkommen zurück bei Diablo 4 in Ostrava, dem zweiten Stützpunkt, den wir erfolgreich alleine erobert haben. Habt ihr das... Wir wurden fertig gemacht. Ich will es nicht anders... Ich will es nicht leugnen, ich will es nicht vertuschen. Wir wurden richtig hart fertig gemacht, ja. Und scheinbar hat je nachdem, welcher der drei Diener... Liliths überlebt der eine andere finale Phase und die finale Phase mit den Blitzkugeln war wesentlich angenehmer als die mit den Beschwörungen. Da sind wir uns hoffentlich einig. Gut, Kamera an. Bam! Da bin ich und willkommen in Nostrava. Was meine Mutter getan hat, war falsch. Aber ihr habt mir eine Chance gegeben zu entkommen. Danke. Ah, weil ihre Mutter... sich Lilith hingegeben hat. Ich finde die Idee übrigens Wahnsinn, dass sich das Lager tatsächlich wandelt und wir jetzt aus diesem bösen Stützpunkt ein verbündetes Lager mit Schnellreisepunkt sogar gemacht haben. Finde ich total geil, dass sich die Spielwelt auch so wandelt. Ne? Das liebe ich ja. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, erstes Beispiel, wo mir das richtig bewusst geworden ist, war bei Gothic 3, denn in Gothic 3 kann man Städte für die Orks oder für die Rebellen erobern. Dann sind alle tot in der Stadt. Und wenn man dann nach einer Zeit wieder hingeht, ist die Stadt mit der Fraktion, für die man sie erobert hat, bevölkert. Das heißt, in der Stadt sind dann nachher Rebellen. Man tötet die Orksöldner und die Orks und nachher sind dann Rebellen in der Stadt. Die bleibt nicht leer, sondern ist dann sozusagen wieder gefüllt mit anderen Charakteren. Und dass wir jetzt hier diese Stützpunkte wieder mit Menschen gefüllt haben, ist halt ein tolles Gefühl. Wir haben die Welt verändert. Es laufen hier Wachen rum. Ach, es ist toll. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass wir noch ganz andere Klimagebiete haben. Wir hatten ja schon bei Margrave unten, die ist etwas... Geht es nur mir so? Oder haben die Leute hier... Den kennen wir schon. Bei Margrave hatten wir dieses etwas Waldartige schon, aber... Oh. Aber so komplett andere Klimazonen ja bisher noch nicht. Reit hier Donans Gefallen. Lässt natürlich erahnen, dass wir nach Kapitel 2 unser Reittier bekommen. Noch, aber ich hab's gar nicht eilig damit. Ganz ehrlich, ach, ab. Kann ich euch helfen? Nee. Der ganze Ort. In einer Nacht tot und geschändet. So etwas habe ich noch nie gehört. Naja, dafür haben wir ihn jetzt auch wieder befreit, ne? Also. Ach ja, wir spielen übrigens auf 1.03, glaube ich. Kam ein neues Update. Das habe ich vorhin oder heute Mittag schon installiert. Ich meine, vor der letzten Aufnahme sogar schon. Das Tor ist jetzt auch offen. Das ist schön. Dann gehen wir mal die Augen holen, oder? Oha. Intelligenz wurde für alle Charaktere um 2 erhöht. Oha, wie gut versteckt. Schön. Diablo ist auch so ein geiles Beispiel dafür, also Diablo 4 jetzt in dem Fall, dass auch dieses klassische Top-Down-Spiel noch so grandios sein kann, oder? Mit diesem Perspektivenwechsel und diesem schnellen Gameplay. Ich bin... Ach man. Okay, und hier geht's jetzt durch die Kathedrale durch, oh mein Gott, in die Kultistenzuflucht. Die letzte Bastion der Kultisten Nostravas. Und darin finden wir dann auch die Augen, die Teja dem Typen aus Kiovaschat gestohlen hat. Gestohlen ist ein guter Begriff, oder? Muss sie nicht rausgeschnitten haben? Hallen der Versammlung. Tötet alle Gegner in den Hallen der Versammlung. Tötet Teja. Mal schauen, wo die sich befindet. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Es sind frische Körper. What? Puh.
kaum noch Energie. Ich brauche mehr Energie. Okay, das sind jetzt wirklich Kultisten von Lilith, ja? Kultisten der Mutter. Aha. Und wir haben die Halskette. Ich bin noch nicht bereit. Es haut halt so rein, ne? Es ist unbeschreiblich, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Okay, mal ganz kurz wegen der Halskette. Uah. An dieser dünnen Halskette hängt ein paar Augäpfel. Sie fühlen sich noch feucht an und die Pupillen erweitern sich, als wären sie noch lebendig. Ihr wisst ja, er hat ja gesagt, er kann noch immer durch die Augen gucken. Und er sieht alles, was die Augen sehen. No, bitte keine Internetprobleme. Bitte jetzt nicht, ich hab so Bock. Stark, ne? Ach du Scheiße. Aua. Ich habe keine Energie mehr. Boah, geil. Töte 3 Elite-Gegner in 30 Sekunden. Oh yeah. Belohnung freigeschaltet, flinke Mörderin. Das passt ja perfekt zu uns als Jägerin. Robuster Beinschutz. Ah, ich finde die Jägerklasse echt geil. Jetzt sollten wir Diablo 1 nochmal spielen. Da gibt es ja auch die Jägerin. Heieieiei. Noch 13 Gegner und wir haben alle besiegt. Das ist nicht viel.
habe kaum noch Energie. Kultistenschlüssel. Wir räumen schon auf, oder? Nutzt den Kultistenschlüssel und öffnet Tür des Sanktums. Mehr Zeit. Aua! Ich will nicht weiter runter. Inneres Heiligtum. Tötet die Hohepriester. 2. Ach du Scheiße. Nur der wollte stehen bleiben. Das ist okay. Das ist okay. Was ist das jetzt hier? Also das ist schon extremst eklig gerade, ne? Weil das sind halt keine Skelette oder Mumien oder so, sondern... Ich hab nicht genug Energie. Bereit. Mehr Zeit. Ich habe kaum noch Energie. Oh, ein Legendary Ring. Oh. Wenn ihr eure Verstohlenheit mit einem Angriff beendet, lasst... Ja, wir sind nie verstohlen, ne? Aber legendär, Leute. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Zwei Hohepriester, ne? Yes.
bin noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Eieieiei. Ja, ich muss mehr durchhuschen mit dem. Boah. Alter, die Leichen überall. Ich muss mehr mit dem, mit der Infusion durchhuschen, mit der Schatteninfusion. Ich bin noch nicht bereit. Nicht genug Energie. Okay, das war Hohepriesterin Number One. Nicht genug Energie. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Oh, wie schön wir uns hochheilen, ne? Oh, ist das schön. Sind voll. I can't carry anymore. Okay. Entrinnen nehmen wir. Armbrust, sorry. Nee, bleiben wir bei Legendary. Aber bei 60 schon eine Hausnummer ist, ne? Da müsste ich wahrscheinlich schon tauschen. Ich weiß nicht, was der Schwellenwert ist, bis wo man sagt, hey, das Legendary ist mir lieber. Das weiß ich nicht. Boah, es haut rein, ey. Boah. Eieiei. Segen des Vaters. Was benötigt ihr? Belohnung freigeschaltet. Gewissenhafte Bergarbeiterin. So fühle ich mich auch. Boah.
Boah, ist das teuer. Musik ist so schön. Was ich machen würde, wäre einmal zum Schrank. Transmog. Oh, guck mal. Schön. Ach, man darf Dolche auch nicht in Dolche. Okay. Ach Gott, guck mal. Das ist das Twitch-Schwert. Herzbohrer der Azurhand. Das ist geil, ne? Klinge des Ghoul-Königs. Oh, Militärschwert. Ah, es ist schon geil. Mann, Mann, Mann. Gut, auf zurück. Aber wir können ja nichts liegen lassen, weil das Inventar voll ist. Das akzeptiere ich nicht. Und aktuell bin ich in so einem Diablo-Vibe. Jetzt nehme ich nur Diablo auf. Ich habe wirklich immer so Session-Zeiten. Ich denke mal, ab morgen nehme ich wieder was anderes auf. Das ist... Gibt es denn danach noch etwas oder ist das jetzt die finale Aufgabe? Bereit. So was. Ich bin überrascht. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Schön. Und wir haben die Augen mitgenommen natürlich. Ne? Das war ja auch noch die, die Quest, die wir hier dann hatten. Die Perspektive wieder. Gut. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg beim Wiederaufbau der Stadt. Und wir gehen mal, boah, weiß ich gar nicht, hier rum. Waren wir hier überhaupt schon in den Ecken? Heieieiei. Das kann ich hier nicht tun. Can't do that in town. Okay. Waren wir hier schon mal? Nee. Oh.
Na gut, da war jetzt nichts allzu Besonderes, okay. Ich brauche mehr Zeit. Solide. Was ist das hier? Wir fordern Blut. Zeit. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ach, come on. Also das würde ich auch niemals mit dem Hardcore-Charakter machen. Das ist auch so eine Sache, das ist zu unberechenbar mit diesen Sprenggegnern, ne? Das ist so schwierig, das zu handhaben. Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Na gut. Sterben gehört dazu, glaube ich, ja. Außer beim Hardcore-Charakter. Gehen wir hier nochmal lang. Da ist ja auch noch irgendwas. Hungernde Knochentruhe. Rache ist mein Vermächtnis, raubt die Seelen von Werwölfen und ich werde mich öffnen. Na super. Genau von da kommen wir gerade. Den habe ich hier nicht gerechnet.
So, aber wir sind jetzt schon hier. Ist das einfach nur eine Siedlung oder was sind wir jetzt hier? Okay. Ein anderer Spieler. Grüß dich, mein Freund. Stufe 11. Was machst du denn hier? Ich brauche mehr Zeit. Mehr Zeit. Danke, Kollege. Ja, müssen wir nehmen. Wow. Okay. Erfrierende Pfade, was ist das hier? Das faule Flussufer. Ich bin noch nicht bereit. Das hier aber der Eisklan ist, ne? Seht ihr mal. Nee, das fault ja wirklich. Puh. Ganz schön wilde Ecke hier oben, ne? Nicht nochmal, Leute. Sorry.
Berg Schwarzlunge. Ich brauche mehr Zeit. Oh, wie geil. Vor allen Dingen nochmal, man kann da unten langlaufen, ne? Das ist hier hinten die Fläche. Das ist kein Deko-Hintergrund oder sowas. Schwarzlungenmine. Ah, ich habe keine Schwarzlunge. Hoffe ich zumindest. Säubert den Keller. Mehr Zeit. Stufenaufstieg. Oh yeah. Sammelt 1500 Gold in 30 Sekunden ein. Was für geile Erfolge, die wir hier bekommen. Habgierige Diebin. Okay. Wir könnten theoretisch noch Klingensturm austauschen. Die benutze ich so gut wie gar nicht, die Fähigkeit. Von der Steuerung her wäre das eine große Umstellung, aber... Geil, wir sind auf dem Berg drauf. Boah, hier mit der Tiefe ist das geil. Abgeschiedene Hütte. Mhm. Und da ist auch noch ein Dungeon. Das machen wir noch, oder? Noch ein Dungeon und dann ist gut. Also es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, aber auch wie schwer in Anführungszeichen das Spiel ist. Man muss sich dann auch doch echt hart konzentrieren. What?
Mhm. Alter, das ist ein Scheiß. Ich mag das nicht und ich verstehe es auch nicht. Kann das sein, dass ich geistig gerade Diablo spielen will und kein Rätselspiel? Stört mich das deswegen gerade so? Ich bin gerade genervt hiervon, muss ich ehrlich sagen. No way. Nö. Sorry. Das ist mir zu... ist ganz schön warm hier drin. Ist mir zu friggelig. Nee, 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 nee. Nicht böse sein. Nee. Tiefenwald von Nostrava. Die Untoten wandeln zwischen Bäumen. Wartet mal eben. So, ich habe jetzt echt mal einen Ventilator hingestellt. Eieiei. Also Diablo 4 heizt hoch. Eieieiei. Puh, so. Ich hoffe, ihr hört den Ventilator nicht. Ich mache den auch gleich wieder aus. Also, Tiefenwald von Nostrava. Schauen wir uns das mal an. Nostrava ist ja, so hieß doch auch die Stadt, oder? Der Stützpunkt, den wir eingenommen haben. Wir können gerne das Rätsel gleich nochmal probieren, aber ich habe da jetzt gerade echt keinen Bock drauf gehabt. Töte alle Gegner im wilden Dickicht, okay. Verschneiter Wald. Aha.
Ich brauche mehr Zeit. Oh yeah. Sehr viel Gold, aber auch sehr viele Tränke auf jeden Fall. Schwere Handschuhe, okay. Neunzehn verbleibend. Oh yeah. Reist nach Baumknochenlichtung. Okay. Stufe 40, denk dran, mit 45 bekommen wir bereits die nächste Trankstufe. Noch nicht bereit. Erinnert mich ein bisschen an den Weg zu dem... Ah ja. Tötet die Baumknochen. Erinnert mich ein wenig an den versteckten Hain, um die Horadrim, das Horadrim-Gewölbe zu verstecken. Notiz. Bitte kehrt um. Wir haben die Untoten in diese Wälder verfolgt. Sie haben unser Lager vor einigen Nächten angegriffen. Schreie der Holzfäller, die in die Dunkelheit hinausgezerrt wurden, haben mich geweckt. Wir sind den Blutspuren und Gliedmaßen hergefolgt. Ich höre die Schreie der Unglücklichen, die noch am Leben sind. Ich kann sie nicht zurücklassen. Aber ich bezweifle, dass ich es aus dem Wald schaffen werde.
Talmo. Er hat es nicht geschafft. Oh shit, das war sehr unnötig. No, der Trank. Zeit. Okay, damit fehlt nur noch einer. Zeit. An dem Waffenstände was Goldenes, nice. Okay. Sieht fast aus wie der Eingang hier, ne? Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Jo. Mein Gott.
kamen her, um dieses Übel auszulöschen. Doch nun... Ich kann meine Freunde nicht hier lassen. Nicht so. Mhm, ich sehe schon, da oben ist auch noch einer, ja. Nein! Wir haben jemanden verloren! Was? Oh shit, alles klar. No way. Ah, ich kann mich wieder aufregen. Diese Baumtypen sind halt viel zu stark, ne? Die machen so viel Schaden. Ich hätte da zurückgehen müssen. Ah. Ah, Hardcore ist schon krass, ne? Wenn man sich vorstellt, dass jedes Mal unser Charakter weg wäre. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Boah, wie viel? Boah, ist das teuer, die Ausrüstung zu reparieren. Eieiei. Mehr Zeit. Wollt ihr mich verarschen? Ich brauche Zeit, um das zu tun. Alter. Warum sind wir direkt eine Pfütze vor dem? Ich brauche mehr Zeit. Boah. Eieiei. Ja, okay. Kein Wunder, dass wir da oben gestorben sind. Das muss man wirklich sehr vorsichtig machen. Wartet mal eben. So. Sorry. Thank you.
brauche mehr Zeit. Sie werden es gescheitert, ne? Oder? Mehr oder weniger. Eieieiei. Oh. Schick. Okay. Was ein Dungeon. Ich bin noch nicht bereit. Mehr Zeit. Mhm. Okay, das war's. Mein Gott. Das war schon hart. Also es ging eigentlich, aber boah, ist das groß. Es ging, aber war schon hart. Also, wow. Gut, aber es war schon, boah, eine Stunde schon wieder rum. Gut, das war jetzt hier oben der Berg. Wie hieß der? Der Berg? Der ist so ein gruseligen Namen. Verfallene Hütte. Die einzige Jagdhütte wird nun von Dämonen beherrscht. Das hört sich immer toll an. Maybe eine Lilith-Statue? Nein. Zermahlener Tierknochen. Wow. Okay, aber geil. Das ist ein riesiger Berg hier, das ganze Gebiet. Das ist schon cool. Sehr weit oben auf dem Berg. Ah, ich mag diese Perspektivität wirklich sehr gerne.
Okay, hier ist aber auch nichts allzu Spannendes mehr. Verfallene Hütte. Naja, Hütte ist aber auch... Das ist auch keine Jagdhütte, Leute. Das ist ein Schloss. Das ist eine Burg. Okay, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal gibt's dann... Oder wir machen das noch. Wir machen das noch. Wir machen noch das eine Dungeon. Come on. Ist jetzt egal. Dann haben wir es geschafft. Durchsucht die getöteten Dorfbewohner nach blutbefleckter Schlüssel. Wie schön hier oben. Oh Mann. Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Meine Güte, ist gut jetzt, ja? Das ist wieder so eine kaputte Schreinsäule, ihr wisst schon. Schauen, was haben wir hier? Sehr geil. Oh ja, oh ja. Schön den Artillerieschrein ausgenutzt. Danke, danke, danke. Aber hier war noch ein Dorfbewohner. Vielleicht hat er ja den Schlüssel. Nö, natürlich nicht. Wow. Okay. Ich brauche mehr Zeit. Ich
Ja, aber angenehm. Das ist ein angenehmer Dungeon auf jeden Fall. Ich weiß nicht warum, aber... Ich brauche mehr Zeit. Nichts. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin so doof und ich bin so blind. Leder ohne Ende hier, ne? Blutbefleckter Schlüssel. Ich glaub's nicht. Nutze den blutbefleckten Schlüssel zur Öffnung von Tür. Ja, die Texte sind vielleicht ein bisschen stumpf teilweise, diese... Ich nenne sie mal Dungeon-Beschreibungstexte, aber sie führen zum Erfolg. Lieber Bär... Begebt euch nach Unterkunft der Akolyten. Tötet die Vollstrecker. Danke. Ich bin noch nicht bereit. Mehr Zeit. Vor allen Dingen erhöhtes Leben. Die haben keine erhöhten Leben, die haben endlos viele Leben. Jesus, wie viele noch? Mehr Zeit.
brauche mehr Zeit. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Alter, ich hasse die Dicken. Ich kann ihn halt nie ausweichen, ne? Seht ihr das? Funktioniert einfach nicht. Okay, war jetzt gut, dass der eine mitgekommen ist scheinbar. Das war ziemlich blöd von dem. Wir haben noch nicht einen Vollstrecker gefunden. Wo sind die denn? Oh, Scheiße. Na gut, von den Leben gehen die aber klar. Das ist ja schon mal eine halbwegs gute Nachricht. Das war der erste Vollstrecker. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja, dieses Reinschießen, also einfach blind zurückschießen, funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Ich bin noch nicht bereit. Och nee. Ich brauche mehr Zeit. Boah, diese Dungeons, ey, wow. Zeit, um das zu tun. Okay, der lässt Leichen platzen. Das ist an sich ja gar nicht so schlimm. Oh, nice. Oh, der ist schön. Das ist an sich ja gar nicht so schlimm, denn das ist besser als wiederzubeleben, tatsächlich.
Meine Taschen sind voll. I can't carry anymore. Das sieht nicht gut aus. Boah. Begebt euch nach Eisige Werkstatt. Okay, wir sind jetzt noch nicht ganz durch. Ja, die Dungeons hauen rein, geben natürlich unglaublich gute Ausrüstung und gute Erfahrung, ne? Die Erfahrung brauchen wir gar nicht so unbedingt, aber wir gucken uns trotzdem alle Dungeons an. Ist mir egal. Wir spielen alle Dungeons. Ich trage zu viel. Neue Transmogs. Wir können ihm... wir können mal ganz schnell die Augen bringen. Blick in den Wahnsinn. Wir haben ja die Halskette mit seinen Augäpfeln und können ihn damit endlich wieder das sehen lassen, was sich vor ihm befindet. Hey, bin ich das am Pranger? Ja, ich bin mit euren Augen zurückgekehrt. Das sehe ich. Oh, wie erbärmlich ich aussehe. Gib mir nur meine Augen zurück, ja? Kann ich sie einfach wieder in die Höhlen stecken? Einfach. Ah, ah, dieser Schmerz! Die Höhlen brennen! Ah, oh Gott! Ah. Oh Gott! Ah, ah, meine Augen! Ah. What? Sieht man den nochmal wieder? Die waren scheinbar verflucht, ne? Backup für den Fall, dass er sein Auge wiederbekommt. Ah ja, ah ja. Okay, weiter geht's. Ich kann's kaum erwarten. Lass uns weiter gegen den Wahnsinn kämpfen. Eisige Werkstatt. Das sieht richtig aus. Ich bin noch nicht bereit. Mehr Zeit.
Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Oh yeah. Wird doch langsam, oder? Hm? Fehlen ja nicht mehr viele. Okay, cool. Kann man machen, kann man mitnehmen. Cooles Dungeon, ich will mich nicht beschweren. Puh, aber wir haben noch nicht einen Legendary-Bogen bekommen, ne? Das will ich nochmal festhalten. Wir haben noch nicht einen Bogen bekommen, der legendär war. So. Das fahle Flussufer kennen wir schon. Wofür das hier jetzt sind? Melniks Hügel. Aha. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ist das eine ganze Stadt? Moment, wir haben hier noch eine ganze Stadt. Wow. Hallo? Ministert! Wow. Was ist da? Wahrscheinlich der letzte Stützpunkt, oder? Sechs von sieben. Ministert ist der letzte Wegpunkt. Elf Nebenaufgaben fehlen noch. Sechs Gebiete. Boah, was? Ah, das ist aber schon... Ich hoffe, das ist Welt... weiß. Hallo, Stostia. Ihr solltet euch vor der Kälte schützen. Oh ja, oh ja. Ministert. Okay, dann überlasse ich Ministert unserer nächsten Aufnahme, denn vor allen Dingen haben wir hier auch Jäger wahres Potenzial. Sprecht mit Leirana, um euer volles Potenzial zu entfalten. Ich meine, die haben wir mit Stufe 20 bekommen, oder? Ist Ewigkeiten her. Ich wusste nicht, dass es hier noch eine ganze Stadt gibt. Okay, also, wir haben noch mehrere Aufgaben. Wir haben einmal zwei neue Nebenaufgaben. Wir müssen noch hier unten, das ist recht weit weg, da können wir von Ostrava aus hingehen, noch die Knochen sammeln von den Werwölfen. Dann müssen wir hier noch den Mönch suchen, der ja die Schätze bei sich haben soll. Ne? Die zehnten Eintreiberin der Kathedrale scheint sich Sorgen um einen Mönch zu machen, genau, und der soll sich irgendwo auf der Straße befinden. Dann haben wir natürlich auch noch zwei neue Nebenaufgaben, noch ein paar Ecken, die wir erkunden müssen. Und ich sehe hier jetzt auch noch ein Dungeon. Verbotene Stadt. Das ist vermutlich ein Stützpunkt.
Da haben wir noch eine kleine Ecke hier. Hier ist noch irgendwas. Okay, aber insgesamt, guck mal, sind wir gut vorwärts gekommen, oder? Boah, und was noch alles kommt, ne? Ich mag da gar nicht drüber nachdenken. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Menestad, den Nebenaufgaben der restlichen Erkundung. Und mein Bauchgefühl sagt mir, wir werden in den nächsten Aufnahmen mit dem zersplitterten Gipfel fertig. Ne, hier. Und werden uns auf den Weg machen in Richtung Eldheim. Eldheime. Für Akt Nummer 2. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Diablo 4. Ciao. Boah.